Ja, liebe Zuschauer, was für ein tolles Einstiegsbild. Die Zuschauer, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, denken wahrscheinlich auch, wo bin ich denn da gelandet? Im Live-Programm bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und dieser Keramik-Sitz da, auch kurz Klo genannt, wird uns also im Laufe dieser Sendung noch gute Dienste erweisen. Nicht im herkömmlichen Sinne, aber es ist ein gutes Beispiel für den Einsatzbereich einer sogenannten Endoskopkamera. Kleine Minikameras, wo man überall dort in die Winkel mal reinschauen kann und mal gucken kann, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht sogar verloren gegangene Gegenstände wieder rausholen kann, wo man schlichtweg mit den großen Armen, mit den langen Fingern keine Chance hat. Und da bietet sich natürlich so etwas ganz einfach mal an. Sie sind nach wie vor noch live bei uns jetzt hier. Andersrum, wir sind live bei Ihnen. Bis um 23 Uhr haben wir täglich unser Live-Programm. Und nachdem wir gerade schon drei fantastische Rechner kennengelernt haben, tolles Lenovo ThinkPad, der T520 mit 15,6 Zoll, richtig schön groß, fast 40 cm Bilddiagonale, toll ausgestattet, modernste Technik drin. Wir haben den HP EliteBook gezeigt, die Kombination aus Laptop und Tablet-Computer, sonst 2000 Euro teuer, bei uns keine 600, mit 24 Monaten Gewährleistung, genauestens überprüft, oder natürlich auch der Dell Latitude, fantastische Geräte. Das ist schon mal die Hardware-Komponente. Aber viele unserer Kunden wissen natürlich auch seit vielen Jahren schon, noch weit bevor es Pearl TV überhaupt gab, natürlich auch unsere Zubehörabteilung zu schätzen. Denn gerade im Bereich Zubehör, das wissen Sie selber, kann man im Elektronikbereich ein kleines Vermögen auf den Tisch legen. Wenn nur ein bisschen das Design passen soll, wenn vielleicht also auch die Qualität und die Ansprüche sollten Sie haben, gut sein soll, muss man viel Geld investieren. Oder aber man findet einen Anbieter, so wie Pearl oder eben Pearl TV, der einfach im großen Stil einkauft, der sich die ganzen Mieten in den Innenstädten sparen kann und der Ihnen trotzdem genau die Qualität bietet, die man als anspruchsvoller Kunde haben möchte, dafür aber Preise bereit, wo man einfach sagt, ja, das mache ich jetzt. So, schönes Zubehör haben wir mit dabei. Und zwar das Zubehör, was man per USB anschließen kann. Jetzt werden Sie sagen, ja, ungefähr 90% der elektronischen Dinge kann ich heutzutage per USB-Anschluss mit einem Netzstecker an den Strom, an die Steckdose dranpacken oder ganz einfach mit einer Powerbank, mit einem PC oder was aufladen. Ist richtig. Und umso wichtiger werden diese Komponenten natürlich auch ganz einfach mal für den mobilen Einsatz, für ein bisschen Zubehör und dergleichen. Und ich werde Ihnen ein bisschen Spielerei zeigen. Ich werde Ihnen aber auch nützliche Dinge zeigen. Und beginnen tun wir mit einem Luftreiniger, das Kerlchen haben wir hier schon liegen. Luftreiniger sind ein riesengroßes Thema und das mittlerweile schon seit gut, ja, seit ungefähr 2 Jahren hier bei Pearl TV. Das war auch vorher ein Thema bei unseren Kunden. Das Thema gesunde Raumluft zu Hause, frei von Allergenen, frei von irgendwelchen Stoffen, die man mit der Lunge wegatmen muss, ja. Aber es gab eben zu bezahlbaren Preisen die technischen Möglichkeiten nicht unbedingt. Und das hat sich Gott sei Dank etwas gewandelt. Jetzt kennen Sie unseren Einstiegsluftreiniger für große Räumlichkeiten zu Hause. Ja, der reinigt dann also komplette Räume aus, befreit diese Räume natürlich auch von Pollen, von Viren, von Bakterien, von Hausstaub, von Hautschüppchen und dergleichen. Und genau das macht dieser Luftreiniger auch. Nur dieser tut das nicht, indem Sie es hinstellen und mit dem Stromnetz verbinden. Dieser hier zieht sich den Strom über den USB-Anschluss am Rechner. Schauen Sie mal hier. Ich habe mal ein handelsübliches Einwegfeuerzeug mit dabei, damit Sie mal ein Größenverhältnis haben. Und Sie kennen das, wenn Sie bei den Temperaturen oder auch im Winter, wenn es draußen schmuddelig ist, am Rechner sitzen, müssen Sie sich konzentrieren. Und dieser Luftreiniger sorgt ganz einfach dafür, angedockt, mehr muss man gar nicht machen, dass hier die Konzentration der Anionen um 20% ungefähr gesteigert wird. Und das werden Sie merken. Keinen dicken Kopf mehr nach 2 Stunden. Sie werden konzentrierter zu Werke gehen. Und gerade bei großen Zahlen, Mengen oder auch bei interessanten Dingen, auf die man sich konzentrieren muss, auch mal im Internet oder bei Schriftverkehr und dergleichen, macht das einen riesengroßen Unterschied aus. Gleichzeitig ist es eine wirkungsvolle Waffe auch gegen Gerüche, auch Schweiß, Tiergerüche und dergleichen. Und vor allen Dingen saugt er Ihnen also auch Rauch, Zigaretten auch Rauch beispielsweise, aus der Raumluft heraus und das im Einzugsbereich des PCs. Sie werden ein ganz anderes Niveau an Arbeiten kennenlernen, an Entertainment kennenlernen. Sie werden sich wesentlich lieber am Rechner aufhalten, als Sie das aus der Vergangenheit her kannten. Haben wir im Programm für noch nicht mal 10 Euro. Unser USB-Luftreiniger für den USB-Anschluss, also am PC oder gerne mal am Laptop, gerne auch mit einer Powerbank mobil einsetzbar, wenn Sie möchten, mit der PE7374 und der 569. So, jetzt gucken wir uns mal kleine Dinge an, ja, die irgendwo mal, Moment, ich dreh's mal, so,
Ups, die irgendwo mal, ja, damals Bild, die irgendwo mal verloren gegangen sind. Sie kennen das, der Klassiker natürlich, Hände gewaschen, ja, oder irgendwo auf einer Toilette, auf einem WC, in einem Restaurant oder sowas, haben den Ehering ausgezogen, haben nicht großartig drüber nachgedacht, die Hände abgetrocknet, wollten wieder nach dem Ring greifen, da klingelt das Telefon, sie greifen daneben und patsch ist das Ding im Siphon gelandet. So, und jetzt, ja, jetzt können sie nicht mal eben hingehen, haben nicht mal eben eine Rohrzange dabei, ja, sie sind zum Essen eingeladen worden, sie wollten keine Klempnertätigkeit machen, aber irgendwie muss der Ring da wieder raus. Und da bieten sich solche Endoskopkameras an. Die gibt es in unterschiedlichsten Varianten, auch mit Endgeräten, mit Monitoren und dergleichen. Aber das jetzt hier ist für 28,41 € eine sehr schöne Einstiegsvariante. Denn hier reden wir von einem USB-Anschluss. Schauen Sie mal, den haben wir jetzt hier am Rechner integriert. So, und das schnappe ich mir jetzt mal, liebe Zuschauer. Und dieses Kerlchen nehme ich mir jetzt mal. Da habe ich vor allem ein bisschen Werkzeug integriert. Ja, ich habe jetzt hier auch die Lampe etwas höher gedreht. Das kann ich stufenlos hier an den Einstellungen machen. LED-Beleuchtung natürlich mit dabei. Werkzeug ebenfalls mit drin, das heißt ein kleiner Magnet, ein Spiegel und dieser Haken jetzt hier, der wird ganz einfach oldschool an dieser Oberfläche befestigt und natürlich kann ich jetzt mit so einer Kamera in dieser hochauflösenden Qualität ganz einfach mal nach kleinen Rissen schauen, ja, gerade wenn ich vielleicht eine neue Wohnung beziehe oder wenn ich mir ein neues Auto kaufen möchte, ein gebrauchtes Modell und bin da vielleicht mal unterwegs und möchte ganz einfach mal gucken, ob da irgendwelche Risse auch im Motorbereich drin sind, ob da alles dran ist, alle Schmiermittel dran sind und dergleichen, aber mit so etwas kann ich natürlich auch jetzt mal, und Sie folgen mir bitte einfach, könnt ihr das sehen? Ja? Ich versuche jetzt mal, was ich hier reißen kann. Jetzt pass auf. So, da unten ist das schon was. Übrigens, dieser kleine Haken in der Mitte, das ist der Haken, der natürlich jetzt hier an der Spitze verbaut ist und den brauche ich, um diese Uhr da unten rauszufischen. Wollen wir da mal gucken, ob ich da gute Karten habe. Ich muss noch ein bisschen tiefer runter. So, ich glaube, langsam bin ich dran. So, jetzt eine ruhige Hand beweisen. Ha! Ich glaube, ich habe das Armband erwischt. Ne? So, Achtung, Achtung, Achtung. Bitte, Sie können natürlich auch hier eine Aufnahme starten, wenn Sie das möchten. Wenn Sie jetzt beispielsweise auch mal einen Gebrauchtwagen inspizieren und Sie sind allein unterwegs, möchten aber Ihren Partner, Ihre Partnerin gerne mal fragen oder mal was zeigen und sagen, pass auf, so und so und so, die und die Schwachstellen hat er. Ja? Dann können Sie das Ganze also auch aufzeichnen. Und siehe da. Da haben wir es. Ist das eine coole Angelegenheit? Ja, jetzt ist das hier noch ein relativ komfortabler Bereich. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihnen fällt tatsächlich mal so ein kleiner Ehering oder mal ein schönes Schmuckstück, auch mal so ein Ohrstecker, so ein Boutonstecker mit so einem Brilli dran, mit so einem Einkaräter da dran, in so ein Siphon rein. Oder in so einen verschweißten Kanaldeckel. Man nie aufgepasst, so ein bisschen dran rumgespielt, zack, der Verschluss weg und auf einmal ist dann so ein 1000-Euro-Teil mal eben im Gulli verschwunden. Ja? Da möchte ich mal denjenigen sehen, der dann ganz relaxed daneben steht und sagt, ach, macht nichts, kauft den neuen. Ja? Also da muss man schon gucken, dass man die Städte anrufen und sagt, hör mal, da ist ein 1000-Euro-Stück drin, hol das bitte mal da raus, bevor es hier beim nächsten Regenschauer irgendwo in der Kanalisation landet. Da brauchen Sie so eine Kamera hier, liebe Zuschauer. Und bitte, das ist unser Einstiegsmodell für den USB-Anschluss an dieser Stelle. Bitte hier nochmal ganz kurz die Beleuchtung natürlich jederzeit heller und dunkler zu stellen. Da sind 4 LEDs mit dran, dass man auch ganz einfach mal eben schnell gucken kann. Das Werkzeug zeige ich Ihnen auch nochmal schnell. Das wird hier ganz einfach mit so einem Haken dran gemacht. Ja? Jetzt kann ich es auch runterlassen. So. Und so können Sie natürlich auch nur mal mit der Kamera schauen. Sehen Sie, wie dünn die ist? Mal im direkten Vergleich mal zu meinem kleinen Finger. Ja, also mal die Hälfte, wenn überhaupt, habe ich dicke Finger. Ich habe ganz zarte Männerhände hier. Streichelzarte Männerhände. Ja, so ist das. Aber schauen Sie mal, wenn Sie jetzt hier mal im Bereich unterwegs in meinen Motorraum gucken wollen. Ich habe mir damals auch mein zweites Auto mit meinem Vater im Dunkeln angesehen. Das war natürlich immer so eine Sache für sich, liebe Zuschauer. Denn natürlich konnte man da nicht unbedingt immer alles so erkennen, wie es eigentlich gedacht war. Und die eigentlichen Schwachstellen, die sicherlich auch nochmal den Preis reduziert hätten, die haben wir also erst einen Tag später gesehen, als der Wagen schon bei uns stand. Gekauft, wie gesehen. Ja, war nichts Dramatisches, aber trotzdem hätte ich da vielleicht noch 200-300 Mark damals rausholen können. Oder mein Vater vielmehr, der hätte mal so eine Kamera ganz einfach gebraucht. Und so etwas braucht man ganz einfach. Wenn Sie es heute nicht brauchen, nächste Woche nicht brauchen, irgendwann kommt der Moment und da fällt Ihnen so ein blöder Ring hier, so eine Uhr oder irgendetwas in einen Bereich hinein, wo Sie einfach keine Chance haben. Wo Sie auch mit einem Stecker oder mit so einem Stab, mit einem Kaugummi dran oder mit einem Doppelklebeband vorne dran, alles schon ausprobiert, einfach keine Chance haben. Da brauchen Sie eine Endoskopkamera und die bieten wir Ihnen gerade an. Wasserdicht natürlich. Ich gucke gerade mal, wie lang die eigentlich ist. Habe ich mir das notiert? 155 Zentimeter.
Das Schöne ist, Sie haben ein sehr stabiles Kabel natürlich, klar, aber trotzdem flexibel. Schauen Sie mal, Sie können das also alles auch gerne mal um die Ecke rumbiegen, wenn Sie das wollen. Oder wenn Sie jetzt merken, oh, da scheint mir aber irgendwie Druck auf der Leitung zu fehlen, bei den Wasserrohren, vielleicht ein altes Haus gekauft oder wissen nicht wirklich, muss ich sanieren oder hat es noch ein, zwei Jahre Zeit, dann können Sie natürlich hier auch mal in die Leitungen reinschauen, auch mal die Regenrinnen und dergleichen. Ganz einfach kontrollieren, ob noch alles in Ordnung ist. Denn in der hochauflösenden Qualität dieser Kamera können Sie die Feinheiten perfekt erkennen. Und wenn was verloren gegangen ist, haben wir das entsprechende Werkzeug auch noch mit dabei. Jetzt haben wir auch den Einsatzbereich unseres WC-Sitzes da vorne einigermaßen erklärt. Ich werde nie vergessen, wie wir Ihnen mal eine Action-Kamera gezeigt haben. Da haben wir ähnlich eröffnet, da habe ich da drauf gesessen, habe ich auch noch nie gemacht. 28,41 € für eine Endoskopkamera der Spitzenklasse. Mit Beleuchtung natürlich, mit USB-Anschluss. Egal, ob das am Laptop angedockt wird, am PC oder von mir aus auch mal an anderer Stelle. Sie können jederzeit damit hervorragend mobil zu Werke gehen. Sie sind wasserdicht unterwegs und werden sicherlich die kleinen Sorgen des Alltags, gerade wenn Sie kleine Dinge verloren haben, wesentlich besser wieder schaffen können. Ich werde nie vergessen, wie ich mein R2-D2 verloren habe vor dem McDonald's in Köln, kurz vorm Dom. Ja. Schimpft mein Sohn heute noch in mir. Ja. So, haben wir mit der NX4232 und der 569. Jetzt reden wir über den Videograbber. Wo haben wir den? So, Videograbber. Videograbber, wo ist er? Achso, den hatte ich auf die Seite gelegt. Da ist er. So, das ist dieses illustre Kerlchen jetzt hier. Und die werden wahrscheinlich sagen, Moment mal, ein Videograbber. Was ist um alles in der Welt ein Videograbber? Video sagt Ihnen was, ja? Ist schon ein paar Jahre her, ist so dieses analoge Zeitalter, man vergisst es ganz gerne mal. Aber ich habe irgendwann die Tage, glaube ich, auch noch mal von damals gesprochen, so aus Schulzeiten. Damals noch im Gymnasium, da war ich so 13, 14 Jahre alt. Ja. Da ging es um die Diskussion Video 2000, das waren solche Kassetten, die waren größer als Laptops heute und fast vergleichbar schwer. Dann hatte man aber auch Betamax, das waren die kleinen Kassetten, also die kleinen Aufnahmemöglichkeiten. Und natürlich der Klassiker, der hat sich dann durchgesetzt. Pornoindustrie sei Dank, die bestimmen das seit Jahren, welche Speicherlösungen tatsächlich auf den Markt kommen bzw. dort verbleiben. VHS hat sich schlichtweg durchgesetzt. Das waren Bänder. Ja? Mein Vater hatte damals in meiner Jugend ein riesengroßes Tonband in seiner Eiche-Schrankwand im Wohnzimmer stehen. Ja, das waren analoge Daten, die man da aufgenommen hat. Entsprechend anfällig, entsprechend schlecht von der Qualität her nach heutigen Maßstäben. Aber viele von Ihnen werden sicherlich noch viele VHS-Kassetten, vielleicht auch mit Aufnahmen haben von früher. Aus der Kindheit, ja, oder aus ihrer Jugend, wo sie vielleicht jetzt heute nicht mit adrettem Haarschnitt und entsprechend dann also auch markant, wie man eben heutzutage so aussieht, sondern mit langen Koteletten, ja, mit Haaren bis zum Kinn runter, all sowas verwegen als Hippie oder mit einer Stones-Zunge auf dem T-Shirt drauf, richtig schön als Rebell unterwegs, so mit 17, 18 damals, als sie ihre Gattin kennengelernt haben oder sie ihren Göttergatten, meine Damen, als sie mit ihren Mädels noch die Nächte unsicher gemacht haben, all diese Dinge und sowas haben sie auf VHS. Jetzt wollen Sie das gerne digitalisieren. Also eine ganze Kiste mit VHS-Kassetten, das kann ganz schön teuer werden. Machen Sie einfach Folgendes. Nehmen Sie sich doch den Videograbber hier ganz einfach dazu. Sie haben hier die entsprechenden Anschlüsse für jeden handelsüblichen Videorekorder. Die sind standardisiert, können also hier entsprechend Bild und Ton, das erkennt man hier noch an den Farben, damals war das so, ganz einfach anschließen und hier natürlich an den PC über den USB-Anschluss. Das heißt, wir kommen aus dem analogen Zeitalter mit Bändern, mit VHS-Kassetten, die garantiert innerhalb der nächsten paar Jahre, und das sind nicht mehr allzu viele, auseinanderbröseln werden, wenn Sie die noch mal irgendwie anschauen wollen. Gesehen davon habe ich persönlich gar keinen VHS-Rekorder mehr zu Hause. Ich glaube, das findet man noch im Flohmarkt oder sowas. Das ist gar nicht so einfach. Und dann retten wir das Ganze vom analogen Zeitalter in das digitale Zeitalter. Das heißt, den VHS-Rekorder andocken. Die Software ist entsprechend mit dabei. Strom bekommt der Videograbber ganz einfach über den USB-Anschluss. Und dann lassen Sie ganz einfach das Video laufen. Ich habe noch unglaublich viele Videos. Ich habe noch Terminator 1 auf der VHS-Kassette. Ich habe noch Stirb langsam 1. All solche Geschichten. Und ich liebe das, in dieser Oldschool-Variante mit diesem pixeligen Bild, mit krummem Ton, mir solche Filme anzuschauen. Natürlich sind diese CGI-Gewitterfilme, die man da heute hat, sowas wie Independence Day 2, auf diesem Niveau gar nicht vorstellbar. Aber damals war das so und ich schwelge ganz gerne nochmal in etwas älteren Zeiten. Damit ich aber auch in 20 Jahren meinem Sohn, wenn der mal irgendwann vorm Traualtar steht oder sagt, Papa, wie war das denn damals eigentlich?
als wir noch Bänder hatten, vielleicht auch mal was zeigen kann, werde ich die auf jeden Fall ins digitale Zeitalter retten. Das mache ich höchstpersönlich, denn sowas kostet mich gerade mal 18,91 €. Wenn man das so sieht, das ist so völlig unspektakulär, oder? Die Anschlüsse hier, die hat man bestimmt hier und da noch mal. Auch mein Fernseher hat zum Beispiel noch hier die entsprechenden Komponenten für Bild und für Ton. Ja? Aber es ist eben einfach so. Gerade Bänder, auch Kassetten zum Beispiel, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, oder auch Platten, Vinyl, die schwarzen Scheiben, ja, die werden ganz einfach im Laufe der Jahre immer schlechter von der Qualität hier. Die werden irgendwann porös und lassen sich irgendwann ganz einfach nicht mehr abspielen. Und so digitale Daten auf einer Festplatte, auf einem Stick oder auf einer SD-Karte, sondern auf einer CD ganz einfach mal gebrannt, ja, die halten deutlich länger. Und so haben sie ganz einfach die Chance, sowas mal die nächsten 20, 30 Jahre zu konservieren. Alles, was sie dafür brauchen, für die VHS-Kassetten natürlich, um aus Bändern digitale Daten zu machen und damit ihre Schätze ins neue Zeitalter zu retten. Übrigens inklusive Bearbeitungssoftware, die ist auch mit dabei, um kleine Fehler zu korrigieren und dergleichen, wenn Sie es möchten. Ansonsten 1:1 ganz einfach auf die Festplatte ziehen für 18,91 €. Ich bitte Sie. Also wenn Sie eine VHS-Kassette zum Profi bringen und sagen, bitte die eindigitalisieren, so eine Stunde 30 oder 2 Stunden oder was, dann sind Sie deutlich teurer unterwegs als 18,91 €. Also unser Videograbber sehr beliebt bei unseren Kunden. Natürlich die Bearbeitungssoftware ebenfalls mit dabei, wenn Sie möchten, für alle Windows-Rechner, sogar von XP bis Windows 10 rauf. Also auch die modernen Betriebssysteme, auch die älteren Betriebssysteme kommen damit super zurecht. Die PX 8048 und die 569. Und wir bleiben noch ein Stück weit, so ein bisschen in der guten alten Zeit, wobei ich mich immer frage, was war an der Zeit damals unbedingt so gut? Man war vielleicht ein bisschen entspannter, weil man nicht überall und rund um die Uhr erreichbar war. Ja? Aber wenn ich mir noch überlege, was das für ein Aufwand war, und ich bin Baujahr 72, man kannte es damals nicht anders, war völlig normal, wie für unsere Kinder heutzutage YouTube oder MP3-Dateien, Musik, digital, cooler Titel, pup, pup, fertig, habe ich, zack, anhören. Völlig normal ist, war für uns früher das etwas längere Warten auf Highlights, ganz einfach aktuell. Können Sie sich noch an Mixtapes erinnern? Ja, Elmis Radioshow oder Elmis Hitparade war das damals, SWR3. Mittlerweile ist das SWF3, damals war es SWR3. Und wenn man da nicht am Sonntag man pünktlich mit dem Aufnahmegerät vom Radio saß, hatte man am nächsten Tag in der Schule also wirklich nichts zu lachen. Da sind die Mixtapes entstanden. Das heißt, wenn man einen Schwarm hatte, wurde dann die Topmusik ganz einfach aufgezeichnet. Egal, ob man jetzt irgendwie das Jingle drin hatte oder das Gequatsche des Moderators. Und das wurde dann liebevoll zusammengestellt auf einer TDK-Kassette. Ja, die blauen oder die schwarzen. Bänder eben, analoges Zeitalter, und das wurde dann feierlich übergeben und dann gehofft, dass dann vielleicht noch mal ein Eis fällig wurde oder vielleicht mal ein Knutscher irgendwo hinten auf dem Schulparkplatz. Diese Schätze möchten Sie gerne retten, liebe Zuschauer. Und ich weiß, dass dieses Modell hier, unser USB-Kassettenspieler, aussieht wie ein Walkman von früher. Das sind auch Zeiten jetzt hier, oder? Wir schwelgen also wirklich in richtig alten Komponenten hier mit drin. Aber auch die ganzen Kassetten, selbst wenn es Benjamin Blümchen ist oder wie bei mir ein ganzes Regal voll mit TKKG 3-Fragezeichen-Kassetten, die werden Ihnen irgendwann, wenn Sie die nochmal in die Hand nehmen und immer nochmal abspielen wollen, wahrscheinlich in den Fingern zerbröseln. Haben Sie noch ein Kassettendeck zu Hause? Ja? Haben Sie ein Kassettendeck, was Sie ganz einfach mal per Anschluss, per USB-Kabel ganz einfach mit Ihrem Rechner verbinden, mit dem Laptop oder mit dem PC und sagen, du, die ganzen Kassetten, die wir jetzt hier also im Regal stapeln, die noch in den Umzugskartons, auf dem Speicher oder im Keller sind, die digitalisiere ich jetzt mal ein. Ja? Das wird schon gar nicht so einfach werden. Für 28,41 € können Sie das gerne tun. Und das Gerät ist denkbar einfach zu bedienen, ähnlich wie ein Walkman früher auch. Da wird die Kassette ganz einfach reingepackt, das Tape oder die MC, die Musikkassette. Kassette, ja, unter diesen Bezeichnungen war das damals völlig gang und gäbe. So, und dann wird ganz einfach auf Play gedrückt. Ganz oldschool, nicht mit Touch-Funktion, sondern hier richtig mit einem mechanischen Druckschalter. Play, grups, richtig reindrücken. Ja, so, und dann spielt man diese Kassette ab. Gleichzeitig gehen Sie einfach hin und verbinden den USB-Kassettenspieler, ganz einfach, das Kabel ist natürlich mit dabei, mit einem freien USB-Steckplatz an Ihrem Laptop, an Ihrem Rechner. So, und während Sie sich die alten Aufnahmen anhören, ja, können Sie ganz einfach eindigitalisieren. Das heißt, Sie drücken auf Aufnahme am Gerät und speichern das, was hier auf den Kassetten drauf ist, auf den Musikkassetten, auf den Tapes, ganz einfach als MP3-Datei auf Ihrem Rechner. Das heißt, das geht alles auf die Festplatte drauf und ist damit eindigitalisiert. Ja? Das heißt, die Bänder können Sie mehr oder weniger dann vergessen. Die würde ich an Ihrer Stelle vielleicht noch behalten, solange sie noch einigermaßen funktionieren. Irgendwann werden die Ihnen zerbröseln. Aber das, was drauf ist auf diesen Tapes, das haben Sie eben jetzt in digitaler Form.
An der Qualität hat sich nichts geändert. Ja, das heißt, so ein gewisses Rauschen, das Jingle von mir aus der Radiosendung oder das Gequatsche des Moderators bei den Top-Titeln, gerade bei der Hitparade jetzt hier, ist immer noch drauf. Das möchten Sie aber nicht. Sie möchten es gerne raushaben. Sie möchten es rauschfrei haben. Sie möchten die Knicke ganz gerne rauskriegen und den Ton verbessern. Dann ist sogar die Software mit integriert. Die haben wir hier. Das ist also der Audio-Restaurator Pro 8. Den separat gekauft, nochmal eben im Fachhandel, liegt also hier so der Preis also auch schon locker bei 30 Euro. Jetzt gucken Sie sich das mal bitte an. 28,41 € für den USB-Kassettenspieler zum Eindigitalisieren Ihrer Kassettenbänder, Ihrer Musikkassetten, Ihrer Tapes. Und die Bearbeitungssoftware ist ebenfalls schon mit dabei. Und die alleine käme normalerweise schon auf knapp 20 Euro. So ist es richtig. Nicht 30, habe ich es teurer gemacht, als es ist. Das heißt, die Software alleine gekauft, sind Sie schon bei 20 Euro. Das heißt, dieses Kerlchen hier zum Eindigitalisieren Ihrer kompletten Musikkassetten, vielleicht auch die Ihrer Kinder heute. Mein Sohn hat auch noch so einen alten Kassettenrekorder, so mit Radio- und CD-Kombination in seinem Zimmer. Mittlerweile ist er so ein bisschen in die Jahre gekommen. Also nicht mein Sohn, sondern dieses Gerät, was da steht. Ja, aber die Kassetten hat er heute noch. Und wenn das Ding mal irgendwann kaputt geht, weiß ich nicht, ob ich nochmal auf die Suche gehe, ob ich nochmal irgendwo ein Kassettendeck oder sowas bekomme. Ich habe noch einen Frontlader-Tape-Deck von Denon, damals Referenzklasse, sündhaft teuer, ich glaube über 1000 Mark habe ich dafür bezahlt, lang gespart dafür als Schüler damals, ja, irgendwo im Keller stehen. Genutzt habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr, da kamen dann die CDs und dann war das analoge Zeitalter schlicht und ergreifend passé. Wenn Sie Spaß haben, schreiben Sie mich mal gerne an. Irgendwann werde ich die mal aufbauen, mal wieder, genauso wie meinen C64, ja, so die ganzen ollen Computer, die man damals hatte, genauso wie ein Atari beispielsweise oder ein Gameboy. Mit so einem Teil hier sind Sie super unterwegs. Sie können auch eindigitalisieren und hören gleichzeitig. Und bitte, natürlich hat er auch den Kopfhöreranschluss über Klinke. Ganz einfach hier das Headset jetzt hier, das kabelgebundene Headset von Ihrem Smartphone, von Ihrem Telefon nehmen, andocken. Ja, und Sie können sich dieses Tape-Deck auch gerne mal in die Tasche packen. Und ganz oldschool wie früher mit einem Walkman. Kennen Sie noch diese Kopfhörer hier mit diesem Aluminiumbügel, mit diesen Ohrwärmern drauf? Ja? So ist man früher durch die Gegend gelaufen. Jane Fonda beim Aerobic, ja, der Klassiker. Ja? All sowas hier kann man natürlich damit auch machen. Gedacht ist es eigentlich zum Eindigitalisieren mit Software und allem drum und dran. Geht denkbar einfach natürlich. Bitte, Sie können es dann auch später dann von der Festplatte Ihres Rechners runter auf einen Stick ziehen, auf eine CD brennen, mit ins Auto nehmen, die ganzen Schätze von früher vielleicht mal bei einer langen Autofahrt hören. Was glauben Sie, was Sie da in Schwärmen kommen? Das ist schön. Das ist so ein bisschen retro. Machen Sie das gerne bei einer leckeren Flasche Rotwein, zwei Kerzen an mit Ihrer Partnerin zusammen. Vielleicht auch die Kinder ganz einfach mit dazu. Ist ein anderes Niveau von Abend, ja. Aber ich glaube, Sie werden in vielen Erinnerungen schwelgen. Vielleicht holen sich die Fotos mit dazu, noch mit den Fotoecken aus den Sammelalben. Und dann schwelgt man mal so ein bisschen in alten Zeiten. Meine Eltern früher auch gerne gemacht und mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich mir das auch vorstellen kann. Aber mit der PX2247 und der 569. Und wir bleiben noch einen kurzen Moment bei digitalen Möglichkeiten, beziehungsweise bei analogen Möglichkeiten oder bei analogen Platten in diesem Fall, die wir ganz einfach ins digitale Zeitalter retten. Ganz vorsichtig muss ich hier mit dem Arm, mit der Nadel sein bei den Plattenspielern und Platten natürlich nicht einfach nur anlangen. Ja, eine CD können Sie mal mit dem Läppchen abwischen, aber bei so einer Platte musste man ganz, ganz vorsichtig sein. Die Jugend von heute, ich behaupte mal unsere Praktikanten, die wissen wahrscheinlich nur noch aus Erzählungen oder aus Berichten oder aus Wikipedia, was das hier eigentlich ist, was ich in der Hand halte. Wobei Vinyl, Schallplatten, ja, analoge Platten, ich glaube sogar früher mal aus Tierblut hergestellt, wenn ich so richtig im Kopf habe hier. Das ist etwas, was auch heute noch bei DJs sehr, sehr beliebt ist, weil man damit ganz anders arbeiten kann als mit elektronischen, mit Daten in Form von Musik. Ja? Jetzt möchten Sie aber schon Ihre ganzen Lieblingsplatten. Und ich werde nie vergessen, ich habe also meine erste Platte war New Order, True Faith, ganz genau. Das war meine erste und dann ging es dann später mit Depeche Mode, Frankie Goes to Hollywood weiter, waren so die 80er Jahre. Ja? Die habe ich alle noch im Keller stehen. Riesengroße Sammlung. Natürlich gibt es die heute auf CD, die kriege ich auch im Apple Store von mir aus, bei iTunes. Ja? Die kriege ich auch über den Google Play Store oder diverse andere Plattformen. Aber das ist nicht das Gleiche. Die Platten von früher mit der Katsche drin, ja, die meine erste Freundin von mir aus damals in die Platte reingemacht hat. Das ist etwas, was mich immer wieder zum Grinsen bringt, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich das höre. Auch dieses Hakeln von der Platte, wenn die Nadel nicht mehr wirklich weitersprang. Das kennen viele, die so nach 1990 geboren worden sind, heute gar nicht mehr. Heute drücken die Kinder an ihrem Smartphone mal eben bei iTunes auf den entsprechenden Titel, bestätigen den Kauf für 90 Cent oder 1,20 oder was und innerhalb von 3 Sekunden ist der Titel auf dem Handy gespeichert und die hören sich das an. Wir sind früher zu den Plattenläden gefahren. Wir sind noch mit riesen Getöse mit dem Bus nach Köln rein, 30 Kilometer, 3 Stunden gedauert damals, sind also in den, wie hieß das noch, WOM, World of Music.
Kennt das noch einer von euch? Ich guck mal hier im Studio um. Ja, Chris kennt das, klar, unser alter Musiker. Ja. Oder zum Saturn. Ja, waren auch mal so Dinger. War ein Riesending. Und da haben wir uns 3-4 Stunden in den Plattenabteilungen umgesehen. Haben uns die Ohrhörer draufgesetzt. Bazillenschleuder ohne Ende und haben uns die Dinger da angehört. Später mit CDs nicht anders. Ja. Und irgendwann kam dann das digitale Zeitalter. Da hast du dann die Smartphones gehabt, die iPhones und so weiter. Und fertig war die ganze Geschichte. Es war früher schon schön. Man hat sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt. So, genug geschwelgt in Retro-Elementen. Ich könnte stundenlang weitermachen. Ich finde das schön. Ja? Ich werde 44. Vielleicht liegt es da dran. Ja? So die Midlife-Crisis kommt so langsam durch. Jetzt möchten Sie Ihre Platten ganz einfach ins digitale Zeitalter retten. Da waren wir stehen geblieben, bevor ich Ihnen ein Stück weit was aus meiner Jugend erzählt habe. Jetzt gehen Sie ganz einfach hin und docken diesen Mini-Plattenspieler hier am entsprechenden PC an. Wir nutzen jetzt hier das HP Elitebook. Das wird sicherlich auch mit einem Gerät funktionieren, was vielleicht nicht ganz so gut ausgestattet ist wie unser Parademodell jetzt hier. Und jetzt können Sie ganz einfach hingehen und können hier ganz vorsichtig vorher bitte mit dem entsprechenden Lederläppchen, ja, entsprechend hier abspielen. So, passende Software ganz einfach auf den Rechner drauf. Das haben wir jetzt hier ausnahmsweise nicht gemacht. Und jetzt hören Sie sich die Musik der Platte an. Sie hören das alles. Man könnte ganz soft das Ganze. Natürlich läuft das alles jetzt hier über die Boxen vom entsprechenden Laptop. Wie gesagt, die Software ist nicht aufgespielt, sonst könnte ich es Ihnen entsprechend mal vorspielen. Sie hören sich die Platte an. Machen sich eine Flasche Rotwein auf. Ja, vielleicht trinken Sie auch einen Cocktail, den Sie in den 70er, 80er Jahren gerne mal getrunken haben mit Ihrer Partnerin zusammen. Und während die Platte abspielt, wird sie gleichzeitig 1:1 hier in diesem Fall, ich meine als MP4-Datei, stimmt das, was ich da? Als MP3-Datei, bei dem Kassettenspieler ist es MP4, bei den Platten ist es eine MP3-Datei, ganz einfach eindigitalisiert. Das heißt, das, was hier von der Platte abgespielt wird, das, was man früher mit dem Kassettenrekorder vor der Box in Mono aufgenommen hat, ja, wird jetzt hier 1:1 eindigitalisiert. Natürlich sind da die kleinen Hakel mit drin, natürlich sind da die kleinen Sprünge von der Nadel mit drin, die durch den Staub in den Rillen der Platte begünstigt worden sind. Wenn Sie das nicht möchten, wenn Sie das gerne raushaben wollen, wenn Sie den Klang optimieren wollen, wenn Sie vielleicht auch kleine Pausen entstehen lassen möchten oder Übergänge oder auch gerne mal den ein oder anderen Titel ineinander mixen möchten, so wie das ein DJ in der Disco auch macht, dann können Sie natürlich gerne mit der entsprechenden Software arbeiten. Da ist unter anderem also auch schon die Software Audio Restaurator 5 mit dabei. Die kostet normalerweise auch um die 15 bis 20 Euro. Hier bereits im Lieferumfang enthalten. Aber ich sage Ihnen ehrlich, es gibt viele Dinge. Der Klassiker ist, glaube ich, das weiße Album von den Beatles, die auf Platte ganz anders klingen als im digitalen Bereich. Da möchte man das haben, da möchte man das Knistern haben, da möchte man dieses Bop, Bop, wenn man die Nadel auf die Platte setzt, hören. Da möchte man dieses Knirschen hören, wenn da so ein bisschen Staub in den Rillen drin war. Da möchte man vielleicht auch mal so diesen etwas härteren Übergang haben. Das war damals ganz einfach so. Und so schwelgt man ein Stück weit in Erinnerung. Wenn Sie es nicht haben wollen, nehmen Sie die Software-CD und entfernen Sie es entsprechend. Aber Sie haben es auf jeden Fall gerettet. Denn diese Platte jetzt hier, von Polystar, Jesus, wie alt sind die Dinger, wird mir irgendwann in den Fingern zerbröseln. Digitalisiert haben sie es gerettet und das für noch nicht mal 30 Euro. Liebe Zuschauer, das war ein bisschen Retro bei Pöll TV. Wir sehen uns morgen wieder. Viel Spaß noch im Programm.